Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich Kirk gefunden und wir konnten ihn sogar aus seiner Hypnose befreien. Aber als ich dann die Taste gedrückt hatte, dass die Aufnahme zu Ende ist, also war, war ich mir nicht ganz klar, ob er jetzt Bett oder Brett gesagt hatte. Ich habe dann nochmal nachgeguckt, er hatte Bett gesagt, aber mir fiel aber was anderes auf. Wir haben nämlich hier unten, da wo sein Bein ist, haben wir nämlich was. Da konnten wir vorher, glaube ich, noch nicht nachgucken. Das könnte vielleicht das Bett, Brett, Bett, wie auch immer gemeint sein. Aber da kann man nichts dran machen. Doch, jetzt kann ich was machen. Hä? Kann ich aufmachen? Und natürlich muss man da einen Code eingeben. Ja, super. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal einfach. Das wird jetzt natürlich schwachsinnig sein. Ja, ja, ich weiß. Versuchen wir etwas anderes. Ich dachte, vielleicht kann man es aufschneiden. Das ist nicht richtig. Nichts. Okay. Hä? Schnappt sie euch. Danke, dass du mich holen gekommen bist, Kate Walker. Hast du gesehen, wie schnell ich mit meinem neuen Bein laufen kann? Ja, Simon Steiner ist definitiv ein Genie von einem Handwerker. Großvater, haben Sie ihn gefunden? Er ist nicht bei Ihnen? Ihr Großvater hatte einen weiteren Anfall. Aber Dr. Samyatin hat ihn stabilisiert und kümmert sich um ihn. Aber die Chancen, dass er sich erholt, stehen gut. Kate Walker, wir müssen los! Ich muss gehen, Sarah. Danke für alles, was Sie und Ihr Großvater für uns getan haben. Nein, ich danke Ihnen, Kate. Hier, nehmen Sie dieses Tuch als Andenken an uns. Es ist wunderschön. Danke, Sarah. Auf Wiedersehen, Kate Walker. Sie haben diese Frau unterschätzt, Dr. Olga Yefimova. Zweifellos. Thank you.
Spiel ist noch nicht vorbei, Oberst. In der Tat. Und wir werden die Regeln ändern. Alke Wulam Bruder, ja. Stimmt etwas nicht, Kapitän? Weil Sie so lange gebraucht haben, den kleinen Krüppel zu retten, sind wir jetzt mitten im Gebiet des Seegeistes. Zur Essenszeit! Kapitän, bitte fangen Sie nicht von diesem sogenannten Monster... Da ist es! Das Seemonster, mein Gott! Stimmt gar nicht, Kapitän. Schauen Sie raus! Ja, geil. Das hat uns gerade noch gefehlt. Können wir nicht außen herumfahren? Das würde uns vom Kurs auf Naodotsk abbringen. Es würde uns viel zu viel Zeit kosten. Es ist besser, die Eisbrecher der Kristall zu verwenden, um hindurchzukommen. Gehen Sie runter in den Maschinenraum und starten Sie sie. Die Eisbrecher? Wie sehen die aus? Wie der Name schon sagt, zerbrechen sie das Eis. Sie ermöglichten uns den Fährbetrieb zum Vergnügungspark in Baranur, selbst wenn der See komplett zugefroren war, in der guten alten Zeit. Wenn ich im Maschinenraum bin, was muss ich dann tun? Schalten Sie die Eisbrecher ein. Senken Sie sie ab und stellen Sie die Stärke ein. Wenn Sie Hilfe brauchen, kann ich Sie von hier aus anleiten. Lassen Sie die Flasche stecken, während ich im Maschinenraum bin. Ich verlasse mich auf Sie. Wo habe ich mich da nur reingeritten? Schalten Sie diese verdammten Eisbrecher ein, statt mir Moralpredigten zu halten. Schon gut, ich gehe ja schon. Aber zack, zack, bitte! Denn wenn wir hier stecken bleiben, sind wir für das Monster, das in der Tiefe lauert, ein Wurm am Angelhaken. Aktivieren Sie die Eisbrecher im Kofferraum. Ja, ich wollte eigentlich eben noch gesagt haben, über Sinn und Unsinn dieser ganzen Szenen reden wir mal lieber nicht. Ich habe es irgendwie nicht ganz verstanden, warum die Seilbahn da jetzt plötzlich aus den Angeln rausgegangen ist. Ich meine, vielleicht weil sie zu schnell war oder so, das könnte natürlich sein. Aber dass diese Top-Agenten oder diese Militärtypen da die nicht einholen und auch nicht schießen und nichts, das fand ich schon ein bisschen seltsam. So, Maschinenraum. Ja, warum bist du denn im Maschinenraum, hallo? Ah, da oben ist was. Erstmal, was passiert. Okay. So. Das hoffe ich, dass es jetzt gut war. War es das jetzt schon oder kann man gar nicht runter? Ich kann mit ihr jetzt reden. Hä? Jetzt, wo ich oben bin, kann ich mit ihr reden. Oder erst, weil ich das gemacht habe. Kristall Nanook Metall. Ja. Vielen Dank für die weise Aussage. Was ist das denn hier?
Nein, du sollst es nehmen. Streichhölzer, okay. Wer ist das hier? Können wir mit denen noch reden, bevor wir nach oben gehen? Oh, seekrank. Tja. Ach, stell dich nicht so an. Zugni führen durch Nahodotsk. Da ist er nicht mögen. Okay. Ich lasse das dann mal so stehen. Gut, dann reden wir nochmal mit dem Captain. Ich hoffe, wir haben jetzt alles gemacht, was er jetzt wollte. Weil, ja, ich weiß, du magst diese Treppe nicht. Du musst trotzdem da hoch. So. Schnell aktivieren Sie die Eisbrecher im Maschinenraum, Matrose. Okay. Ich dachte, das haben wir gerade. Nicht? Müssen wir da noch was anderes machen? So, mal gucken. Weiter! Gesundheit. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier irgendwas ist, was uns weiterhilft, aber... Eisbrecher. Eisbrecher. Warte mal, hier ist noch... Nee, das war jetzt aber nur... was, wo man was sagen konnte, oder? Hä? War doch gerade... so ein Punkt. Ach, das ist die schon wieder. Genug Metall. Moment, aber das muss doch irgendwas damit zu tun haben. Ach, oder muss ich... Moment, eins habe ich eben gemacht. Vielleicht muss ich jetzt zwei machen? Oh, damit teile ich es an. Okay, das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Dann jetzt drei. Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich habe eins gemacht. Hab den angemacht. So. Gleich, Matrosen, hören Sie mich? Ja. So, da. Was ist los, Kapitän? Warum laufen die Eisbrecher noch nicht? Es ist der Mechanismus. Er setzt immer wieder aus. Sie müssen schneller mit den Gängen sein. Wenn Sie im dritten sind, schalten Sie ganz schnell in den zweiten. Okay. Dann anmachen. Ersten, zweiten. Oh, Scheiße. Funktioniert auch nicht. Also. Von ersten in den zweiten. Was war denn hier? Damit kriege ich das wieder zurück. Also das muss auf jeden Fall hier so bleiben. So. Das Problem ist... was hat der gesagt, wenn ich vom... Sie müssen schneller mit den Gängen sein. Wenn Sie im dritten sind, schalten Sie ganz schnell in den zweiten. Ja, aber wieso soll ich vom dritten in den zweiten schalten? Können wir mal ausprobieren, aber das ist irgendwie total unlogisch. Also ich schalte vom ersten in den dritten in den zweiten. Jetzt kann ich hier wieder nicht drücken. So.
kackt schon wieder ab. Oder ich muss den... Du sollst einen zweiten runtergehen. Was ist das denn jetzt für ein Scheiß gewesen? Hebel. Nein, nach oben. Zack. Unten. Zack. Wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, das war klar. Was soll das für ein Schwachsinn sein mit von den dritten in den zweiten? Ich verstehe es irgendwie nicht. In den ersten... Sag mal, wieso funktioniert das jetzt nicht mehr mit den Gängen? Er ist jetzt im grünen Bereich. Jetzt geht er in den roten Bereich. Also Richtung schwarz. Und dann kackt er wieder ab. Ich verstehe es nicht. Sie müssen schneller mit den Gängen sein. Wenn Sie im dritten sind, schalten Sie ganz schnell in den zweiten. Ich verstehe es wirklich nicht. Entweder bin ich jetzt zu doof dazu oder ich bin zu langsam bei irgendetwas. Also, ich stelle den in den ersten. So, jetzt habe ich vergessen anzumachen. Wo geht der denn jetzt hin, wenn ich das... Der geht wieder zu null. Das ist aber an sich nicht schlimm. Wenn ich jetzt langsam in die 1 gehe, läuft ja an sich auch noch alles. So, und dann ziehe ich normalerweise, hätte ich jetzt gedacht, ziehe ich den Hebel. Dann würde ich den zur dritten ziehen. Oder darf ich den Hebel danach nicht mehr drücken oder so? Aber auch mal ausprobieren. Nein, du sollst noch... Sag mal, wieso klemmt der jetzt schon wieder bei der 3? Wollt ihr mich verarschen? Der klemmt aber jetzt nur, wenn ich das hier anmache, oder? So, jetzt drücke ich mal nichts. Kackt das auch wieder ab. Ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich probiere es jetzt nochmal aus. Ich mache jetzt das Ding runter. So. Ah, okay. Also anscheinend habe ich nur die Wahl, wenn ich das runter mache, dass ich ganz schnell die Gänge danach schalten muss. Nehme ich an. Oder ich muss das wirklich als letztes runter machen. Das kann natürlich auch sein. Dann komplett rüber. Komisch. Das als erstes. Ja, lass mich bloß nicht in den anderen Gang wechseln. Kein Thema.
kann man überhaupt nicht in der Zeit machen. So schnell ist man gar nicht mit der Maus. Kann man das irgendwie... Nee, kann man auch nicht steuern mit rechts und links oder so. Jetzt wieder runter. Nee, ne? Ich hätte den jetzt wieder runtersetzen müssen. War's das jetzt? Wo ist mein Cursor denn jetzt schon wieder? Hallo? Ah, jetzt. Sie müssen schneller mit den Gängen sein. Wenn Sie im dritten sind, schalten Sie ganz schnell in den zweiten. Ja, aber das ist doch jetzt... Der ist doch jetzt fertig, oder nicht? Ich verstehe es nicht. Also, ganz ehrlich, ich werde jetzt mal schauen, ob ich es hinkriege. Ich werde es in der Zwischenzeit weiterlaufen lassen. Ich verstehe irgendwie die Logik bei dem... Also, die Aufnahme weiterlaufen lassen. Ich verstehe die Logik absolut nicht. Ich verstehe, dass es hochgeht. Also, man macht das Ding an. Das ist okay. Dann verstehe ich auch, dass es hochgeht, wenn man das hier aufmacht. Das verstehe ich auch. Dass es wieder runtergeht, wenn man das runtermacht, verstehe ich auch noch. Ich vermute, dass der im grünen Bereich sein muss. Aber er muss ja unten sein, sonst kann er ja nichts brechen. Das ist halt das, was ich so seltsam finde. Das heißt, für mich wäre es jetzt logisch, wenn man jetzt erst in den ersten, für mich wäre es logisch, wenn man erst in den zweiten gehen würde, sagen wir es mal so. Aber egal, was ich jetzt hier drücke, also jetzt ist es grün, aber jetzt geht es halt nicht. Und wenn ich wieder runter drücke, geht es wieder in den schwarzen Bereich und es fällt wieder aus. Ich verstehe die Logik nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich vom dritten in den zweiten schalten soll, was ja total unlogisch ist. Weil man, wenn ja, auf Hochtouren quasi arbeiten will. Und das Rad gehe ich mal stark davon aus, dass ich das da dran haben muss. Deswegen, ja... Damit wir jetzt nicht hier die komplette Folge total überziehen und es dann am Ende doch nicht hinkriegen. Ich verstehe es wirklich nicht. Also ich werde es jetzt erstmal hier cutten, definitiv. Ich werde es weiterlaufen lassen und werde dann schauen, ja, ob ich es hinkriege. Also wenn ihr keine weitere Folge mehr von mir kriegen solltet, dann habe ich es nicht hinbekommen. Ich bin ja echt am Verzweifeln an dem Ding. Dass man schnell sein muss, kann ich noch alles verstehen, aber ich verstehe nicht, wann ich wie genau umschalten muss. Und ich kann es wirklich nur 20.000 Mal ausprobieren, glaube ich. Und vielleicht ist irgendwann mal mit Glück was dabei, wo es dann funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, hier mache ich erstmal einen kleinen Cut und ich hoffe inständig, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.